Im 7. Regierungsjahr von König Artaxerxes zogen viele Israeliten mit Esra nach Jerusalem. Sie verließen Babylonien am ersten Tag des ersten Monats und erreichten Jerusalem am ersten Tag des fünften Monats. Weil Gott ihnen geholfen hatte, waren sie so schnell vorangekommen. Esra widmete sich von ganzem Herzen der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. König Artaxerxes gab Esra, dem Priester, der das Gesetz Gottes so genau kannte und auslegen konnte, eine Vollmacht mit. Sie lautete: Der König und seine 7 Berater senden dich nach Juda und Jerusalem. Du sollst erkunden, ob dort alles dem Gesetz deines Gottes entspricht, das du ja so gut kennst wie kein anderer. Schon unsere Vorfahren haben deine Gebote missachtet. Und so ist es bis heute geblieben. Darum sind wir auch immer wieder fremden Herrschern in die Hände gefallen. Sie haben uns, unsere Könige und Priester, getötet, verschleppt, ausgeraubt und Schimpf und Schande über uns gebracht. Bis heute hat sich daran nichts geändert. Herr, du Gott Israels, du bist gerecht. Du hast uns, den Rest deines Volkes, gerettet. Doch jetzt stehen wir als Schuldige hier und können nicht vor dir bestehen. Am ersten Tag des 7. Monats, als alle Israeliten wieder in ihren Städten wohnten, versammelte sich das ganze Volk auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Buch mit dem Gesetz zu holen, das der Herr dem Volk Israel durch Mose gegeben hatte. Da las der Priester Esra das Gesetz vor den Männern und Frauen und vor den Kindern, die alt genug waren, um es verstehen zu können. Weil Esra einen erhöhten Platz hatte, konnten alle sehen, wie er die Schriftrolle öffnete. Da stand das ganze Volk auf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt, Finsternis herrschte. Aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott: Licht soll entstehen, und sogleich strahlte Licht auf. Dann sagte Gott: Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Damals wuchsen noch keine Gräser und Sträucher. Denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Außerdem war niemand da, der den Boden bebauen konnte. Da nahm Gott der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden, und brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen 2 Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Gott der Herr sagte:
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Unsinn, ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht. Und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf. Und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Was hast du bloß getan? Wandte der Herr sich an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt. Nur wegen ihr habe ich die Frucht genommen, verteidigte sie sich. Dann sagte der Herr, nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er noch einmal zugreifen und auch noch von dem Baum essen, dessen Frucht Leben schenkt. Sonst lebt er ewig. Darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen, Böses tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde, von den größten bis zu den kleinsten. Und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht erschaffen. Denn mein Plan steht fest. Mit einer großen Flut werde ich die ganze Erde überschwemmen, sodass Mensch und Tier darin umkommen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Alle Lebewesen auf dem Land ertranken. Das Vieh, die wilden Tiere, Vögel, Kriechtiere und auch die Menschen. Gott löschte das Leben auf der Erde völlig aus. Niemand konnte sich retten. Nur wer sich mit Noah an Bord der Arche befand, kam mit dem Leben davon. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, und das ist mein Bund mit euch. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Zusammen mit Noah hatten auch seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet, das Schiff verlassen. Ham war der Vater von Kanaan. Von diesen dreien stammen alle Völker der Erde ab. Sems Söhne hießen Elam, Assur, Arbachschad, Lut und Aram. Arbachschads Sohn hieß Schelach, und Schelach war der Vater von Eber. Eber, Peleg, Regu, Seruk, Nahor, Terach und Abram, der später Abraham genannt wurde. Der Herr sagte zu Abram,
Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Der Name wird überall berühmt sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Danach redete der Herr zu Abram in einer Vision. Hab keine Angst, Abram. Ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Aber Abram entgegnete, du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Ein Diener meines Hauses wird meinen ganzen Besitz erben. Er führte Abram aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Abram nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Abram und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor, nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Abram war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abram schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abram. Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwiderte Abram. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, auf dem Weg nach Schur. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Als Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Geh deinen Weg mit mir und lebe so, wie es in meinen Augen recht ist. Ich verspreche dir, du wirst zum Stammvater vieler Völker werden. Darum sollst du von nun an nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott,
und der Gott deiner Nachkommen. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken. Auch sie wird einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Abraham wurde trotz seines hohen Alters noch einmal Vater. Genau zu der Zeit, die Gott angegeben hatte. So kam es, dass Abraham und Sarah endlich einen gemeinsamen Sohn hatten. Abraham gab ihm den Namen Isaak. Isaak wuchs heran. Und als Sarah aufhörte, ihn zu stillen, feierte Abraham mit seinen Leuten ein großes Fest. Sarah bemerkte, wie Ismael, der Sohn von Abraham und der Ägypterin Hagar, sich über Isaak lustig machte. Darüber wurde sie sehr zornig und bedrängte Abraham. Jage diese Sklavin und ihren Sohn fort. Ich will nicht, dass mein Sohn Isaak mit ihm das Erbe teilen muss. Abraham war damit gar nicht einverstanden, denn schließlich war auch Ismael sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, sträube dich nicht dagegen, den Jungen und die Sklavin wegzuschicken. Tu alles, was Sarah von dir fordert, denn nur die Nachkommen deines Sohnes Isaak werden das auserwählte Volk sein. Aber auch Ismaels Nachkommen werde ich zu einem großen Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er holte etwas zu essen und einen Ledersack voll Wasser. Hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Ismael. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließ sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzte sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Aber Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu, »Warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen.« Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran. Thank you.
Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach drei Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater? Fragte Isaak. Ja, mein Sohn? Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak und legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief da der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr? Leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel Abraham zu: Ich, sagt der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und mir deinen einzigen Sohn als Opfer geben wolltest, werde ich dich überreich mit meinem Segen beschenken und dir so viele Nachkommen geben, wie es Sterne am Himmel und Sand am Meer gibt. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern. Alle Völker der Erde werden durch deine Nachkommen am Segen teilhaben. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Abraham vermachte Isaak seinen ganzen Besitz.
Dann starb er nach einem erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Isaak war 40 Jahre alt, als er Rebekka heiratete. Sie war die Tochter des Aramäers Betuel und Schwester von Laban. Rebekka blieb kinderlos. Isaak betete für sie zum Herrn. Und der Herr erhörte seine Bitte. Rebekka wurde schwanger. Und tatsächlich, als die Stunde der Geburt kam, brachte Rebekka Zwillinge zur Welt. Die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein erfahrener Jäger, der gern im Freien umherstreifte. Jakob dagegen war ein ruhiger Mann, der lieber bei den Zelten blieb. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Das ist dein neuer Name, sagte er. Ich bin der allmächtige Gott. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass nicht nur ein Volk, sondern eine ganze Schar von Völkern daraus entsteht. Sogar Könige sollen von dir abstammen. Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Eines Nachts hatte Josef einen Traum. Als er seinen Brüdern am nächsten Morgen davon erzählte, wurden sie noch wütender auf ihn. Hört mal, was ich geträumt habe, rief Josef. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine sich plötzlich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe. Was, du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen, schrien seine Brüder? Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er das geträumt und so selbst herrlich davon berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum. Und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. Hört mal zu. Ich sah, wie die Sonne, der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef: Geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Josef ging nach Dothan und fand sie dort. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, spotteten sie untereinander. Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Kaum hatte Josef sie erreicht, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Dann setzten sie sich, um zu essen. Auf einmal bemerkten sie eine Karawane mit ismaelitischen Händlern.
Ihre Kamele waren beladen mit wertvollen Gewürzen und Harzsorten. Sie kamen von Gilead und waren unterwegs nach Ägypten. Da sagte Juda: Was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und den Mord an ihm verheimlichen? Nichts. Los, wir verkaufen ihn an die Ismaeliter. Dann brauchen wir ihm nichts anzutun. Schließlich ist er immer noch unser Bruder. Die anderen stimmten zu. Und so holten sie Josef aus dem Brunnen und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die ismaelitischen Händler, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Sie schlachteten einen Ziegenbock, wälzten Josefs Gewand in dem Blut und gingen zu ihrem Vater. Das haben wir unterwegs gefunden, sagten sie. Kannst du es erkennen? Ist es Josefs Gewand oder nicht? Jakob erkannte es sofort. Das Gewand meines Sohnes, rief er. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot. Alle seine Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten. Aber keinem gelang es. Bis zu meinem Tod werde ich um ihn trauern, weinte er. Die Ismaeliter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Und auch Potiphar merkte bald, dass der Herr auf seiner Seite stand und ihm großen Erfolg schenkte. Deshalb bevorzugte er ihn vor allen anderen Sklaven und machte ihn zu seinem persönlichen Diener. Er setzte Josef zum Hausverwalter ein und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an. Potiphars Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigenen Speisen. Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Potiphars Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewöhnlich seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mit mir ins Bett, drängte sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh nach draußen. Potiphars Frau schrie auf, rief nach ihren Dienern und zeigte ihnen Josefs Gewand. Seht, mein Mann hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, der jetzt mit uns umspringt, wie er will. Er wollte mich vergewaltigen. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Eines Nachts hatte der Pharao einen Traum. Aber auch am nächsten Morgen ließen die Träume ihn nicht los. Beunruhigt rief er alle Wahrsager und Gelehrten Ägyptens zu sich. Er erzählte ihnen, was er geträumt hatte, aber keiner konnte es deuten. Da meldete sich der Mundschenk beim König. Heute muss ich mich an ein Unrecht erinnern, das ich begangen habe. Vor einiger Zeit warst du, Pharao, zornig auf den obersten Bäcker und mich. Darum hast du uns ins Gefängnis geworfen. Dort hatte jeder von uns einen seltsamen Traum. Wir erzählten ihn einem jungen Hebräer, der mit uns im Gefängnis saß, einem Sklaven von Potiphar, dem Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Er konnte unsere Träume für jeden richtig deuten. Was er vorausgesagt hatte, traf ein.
ist. Ich wurde wieder in mein Amt eingesetzt und der oberste Bäcker wurde erhängt. Sofort ließ der Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Josef rasierte sich, zog neue Kleider an und trat vor den Pharao. Ich habe etwas geträumt, begann der König, und keiner kann mir sagen, was es bedeutet. Aber ich habe erfahren, dass du Träume auslegen kannst, sofort nachdem du sie gehört hast. Der Pharao begann. In meinem Traum stand ich am Nilufer. Da stiegen 7 schöne, wohlgenährte Kühe aus dem Fluss. Sie weideten im Ufergras. Nach ihnen kamen 7 hässliche Kühe aus dem Nil. Sie waren dürr und abgemagert. Noch nie habe ich in Ägypten so erbärmliche Kühe gesehen. Dann schlief ich wieder ein und träumte, dass an einem Halm 7 volle, reife Ähren wuchsen. Danach wuchsen 7 kümmerliche heran, vom heißen Wüstenwind verdorrt. Sie verschlangen die 7 vollen Ähren. Ich erzählte alles meinen Wahrsagern, aber keiner wusste eine Deutung. In den nächsten 7 Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen 7 Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das Land auszehren. Nichts wird mehr darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Dass du sogar 2 Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Schon bald wird er es wahr werden lassen. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt. Darum bist du weiser als alle anderen und für die Aufgabe am besten geeignet. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Die folgenden 7 Jahre brachten dem Land überreiche Ernten. Die Getreideberge waren nicht mehr zu wiegen. Ja, nicht einmal mehr schätzen konnte man die riesigen Mengen. Nach den 7 fruchtbaren Jahren begann die Hungersnot, wie Josef es vorausgesagt hatte. Alle Länder ringsum waren betroffen. Nur Ägypten besaß genug Vorräte. Doch auch hier hungerten die Menschen und flehten den Pharao um Brot an. Wendet euch an Josef, antwortete er ihnen, und tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot immer drückender wurde, öffnete Josef die Kornspeicher und verkaufte Getreide an die Ägypter und die vielen anderen Menschen, die aus aller Welt herbeiströmten. Josefs 10 Halbbrüder machten sich auf den Weg. Zusammen mit vielen anderen zogen sie nach Ägypten, denn in ganz Kanaan wütete die Hungersnot. Josef erkannte sie sofort, ließ sich aber nichts anmerken. Woher kommt ihr? Fuhr er sie an. Aus Kanaan, um Getreide zu kaufen, gaben sie ahnungslos zur Antwort. Josef erinnerte sich an seine Träume von damals. Ihr seid Spione, beschuldigte er sie. Ihr seid nur gekommen, um zu erkunden, wo unser Land schwach ist. Nein, nein, Herr, wir sind deine ergebenen Diener, riefen sie. Wir möchten nur Getreide kaufen. Wir sind Brüder und ehrliche Leute. Wir sind keine Spione. Aber Josef wiederholte: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Spione seid ihr. Ich werde eure Aussage überprüfen. Beim Leben des Pharaos schwöre ich, ihr kommt hier nicht eher heraus, bis ich euren jüngsten Bruder gesehen habe.
Um eure Ehrlichkeit zu beweisen, bleibt einer von euch hier in Haft. Ihr anderen geht mit einer Ladung an Getreide zurück, damit eure Familien nicht mehr hungern müssen. Aber bringt mir euren jüngsten Bruder herbei. Dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit gesagt habt und lasse euch am Leben. Die Brüder willigten ein. Sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand, denn vorher hatte er durch einen Dolmetscher mit ihnen geredet. Über Nacht blieben sie in einer Herberge. Als einer von ihnen seinen Sack öffnete, um seinen Esel zu füttern, bemerkte er das Geld. Seht, was ich in meinem Sack gefunden habe, rief er. Jemand hat mein Geld dorthin zurückgelegt. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Was hat Gott uns angetan, riefen sie. Zu Hause in Kanaan erzählten sie alles ihrem Vater Jakob. Der ägyptische Herrscher war sehr unfreundlich und nannte uns Spione, die das Land auskundschaften wollen. Da gab Jakob nach. Wenn es sein muss, dann nehmt Benjamin mit. Bringt dem Mann etwas von den besten Erzeugnissen unseres Landes. Kostbare Harze, außerdem Honig, Pistazien und Mandeln. Macht euch mit Benjamin auf den Weg. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass der ägyptische Herrscher Mitleid mit euch hat und Simeon und Benjamin freigibt. Und wenn ich meine Kinder verliere, dann muss es wohl so sein. Die Brüder nahmen die Geschenke und den doppelten Geldbetrag und zogen mit Benjamin nach Ägypten. Dort meldeten sie sich bei Josef. Als Josef eintrat, überreichten sie ihm die Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Er erkundigte sich, wie es ihnen ging. Was macht euer alter Vater, von dem ihr mir erzählt habt? Fragte er. Lebt er noch? Ja, Herr, antworteten sie, und es geht ihm gut. Dann warfen sie sich erneut vor ihm nieder. Josef sah seinen Bruder Benjamin an, den Sohn seiner eigenen Mutter, und fragte: Das ist also euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt. Gott segne dich. Kommt doch näher, sagte Josef. Sie traten zu ihm. Und er sagte: Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen. Und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Beeilt euch und kehrt zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt dir ausrichten, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm doch so schnell wie möglich zu mir. Josef gab seinem Vater und seinen Brüdern Grundbesitz im fruchtbarsten Gebiet Ägyptens, wie der Pharao gesagt hatte. Es war die Gegend nahe bei der Stadt Ramses. Jakob und seine Verwandten ließen sich in Goschen nieder. Sie vermehrten sich und wuchsen zu einem großen Volk heran, den Israeliten. Nach und nach waren Josef und seine Brüder gestorben, und schließlich lebte von ihrer Generation niemand mehr.
Da trat ein neuer König die Herrschaft an, der von Josef nichts mehr wusste. Er sagte zu den Ägyptern: Ihr seht, dass die Israeliten schon fast zahlreicher und mächtiger sind als wir. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, damit dieses Volk nicht noch weiter wächst. Denn sonst laufen sie womöglich zu unseren Feinden über, wenn ein Krieg ausbrechen sollte. Dann könnten sie gegen uns kämpfen und das Land in ihre Gewalt bringen. So zwang man die Israeliten zur Sklavenarbeit und setzte Aufseher über sie ein. Sie mussten für den Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Sie breiteten sich im ganzen Land aus, sodass es den Ägyptern langsam unheimlich wurde. Darum zwangen sie die Israeliten erbarmungslos zur harten Arbeit. Schließlich befahl der Pharao den Ägyptern: Werft alle neugeborenen Jungen der Hebräer in den Nil. Nur die Mädchen lasst am Leben. Zu jener Zeit heiratete ein Mann vom Stamm Levi eine Frau aus demselben Stamm. Sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Als sie sah, dass es ein gesunder, schöner Junge war, hielt sie ihn 3 Monate lang versteckt. Doch schließlich konnte sie ihn nicht mehr verbergen. Sie nahm einen Korb aus Schilfrohr und dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab. Dann legte sie das Kind hinein und setzte es im Schilf am Nilufer aus. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu beobachten, was mit ihm geschehen würde. Irgendwann kam die Tochter des Pharaos zum Baden an den Fluss. Ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her und warteten. Plötzlich entdeckte die Tochter des Pharaos den Korb im Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin und ließ ihn holen. Als sie den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin liegen. Sie bekam Mitleid und sagte: Das ist bestimmt eins von den hebräischen Kindern. Da ging die Schwester des Jungen zu ihr und erzählte: Ich kenne eine hebräische Frau, die gerade stillt. Soll ich sie rufen? Dann kann sie das Kind für dich stillen. Ja, ruf sie her, antwortete die Tochter des Pharaos. Und so lief das Mädchen los und holte ihre Mutter. Die Tochter des Pharaos forderte die Frau auf: Nimm dieses Kind mit und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau ihren Sohn wieder zu sich und stillte ihn. Als der Junge größer wurde, brachte sie ihn zur Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Ich habe ihn aus dem Wasser geholt, sagte sie, und darum nannte sie ihn Mose. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zur harten Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um. Und als er sich überzeugt hatte, dass niemand ihn beobachtete, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose konnte fliehen und erreichte schließlich das Land Midian. Viele Jahre später starb der König von Ägypten. Aber die Israeliten stöhnten weiter unter der Zwangsarbeit und schrien verzweifelt um Hilfe. Gott war das alles nicht entgangen. Er hörte ihr Klagen und dachte an den Bund, den er einst mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Ja, Gott hatte die Israeliten nicht vergessen. Er wusste, was zu tun war. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu:
Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Mose wandte ein: Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie: Der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte ihn der Herr: Was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte, und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf: Pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte: Tu dies vor den Augen der Israeliten. Dann werden sie dir glauben, dass ich, der Herr, dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Mose bat: Ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig und erwiderte: Ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wieder sieht. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich selbst es ihm gesagt. Der Herr sprach zu ihm: Wenn du in Ägypten bist, dann sollst du alle Zeichen vor dem Pharao tun, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Aber ich werde dafür sorgen, dass der Pharao unnachgiebig bleibt und mein Volk nicht ziehen lässt. Mose und Aaron gingen zum König von Ägypten und sagten: So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk ziehen. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Wer ist denn dieser Herr? Fragte der Pharao. Weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und lasse sein Volk bestimmt nicht frei. Mose und Aaron erwiderten: Der Herr ist der Gott der Hebräer. Er ist uns begegnet. Bitte erlaube uns doch, dass wir 3 Tage Reisen weit in die Wüste ziehen und dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Sonst straft er uns mit Seuchen oder Krieg.
Doch der ägyptische König blieb unnachgiebig. Warum wollt ihr beide, Mose und Aaron, das Volk von seinen Pflichten abhalten? Was soll das? Geht zurück an die Arbeit. Noch am selben Tag gab der Pharao den ägyptischen Aufsehern und ihren israelitischen Vorarbeitern folgenden Befehl: Lasst sie noch härter arbeiten und haltet sie auf Trab. Dann haben sie keine Zeit mehr, auf falsche Versprechungen zu hören. Da rief Mose zum Herrn: Ach Herr, warum hast du deinem Volk das angetan und warum hast du mich überhaupt hierher gesandt? Denn seit ich in deinem Auftrag mit dem Pharao geredet habe, unterdrückt er das Volk nur noch härter. Und du unternimmst nichts, um uns zu helfen. Der Herr antwortete Mose: Bald wirst du sehen, was ich mit dem Pharao mache. Ich werde ihn dazu zwingen, mein Volk gehen zu lassen. Wenn er meine Macht zu spüren bekommt, wird er sogar froh sein, euch loszuwerden. Nun habe ich gehört, wie die Israeliten als Sklaven der Ägypter stöhnen. Ich habe an meinen Bund mit ihnen gedacht. Aber ich werde dafür sorgen, dass der Pharao unnachgiebig bleibt. Und dann will ich viele Zeichen und Wunder vor seinen Augen vollbringen. Weil der Pharao nicht auf euch hört, strafe ich die Ägypter mit starker Hand und vollstrecke mein Urteil an ihnen. So werde ich mein Volk, die Stammesverbände der Israeliten, aus dem Land ihrer Unterdrücker befreien. Die Ägypter werden meine Macht zu spüren bekommen und Israel nicht aufhalten können. Daran sollen sie erkennen, dass ich der Herr bin. Der Herr sprach zu Mose: Nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen. Ja, er wird euch regelrecht fortjagen. Richtet den Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm auswählen. Sie sollen etwas vom Blut der Tiere in einer Schale auffangen und es an die Pfosten und den oberen Türbalken der Häuser streichen, in denen sie das Lamm essen. Noch in derselben Nacht müssen sie das Fleisch über dem Feuer braten. Dazu sollen sie bittere Kräuter essen und Brot, das ohne Sauerteig gebacken ist. Beeilt euch beim Essen. Ihr sollt für die Reise angezogen sein, Schuhe tragen und eure Wanderstöcke in der Hand halten. So feiert ihr das Passafest. Ein Fest für mich, den Herrn. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und in jeder Familie den ältesten Sohn töten. Und auch jedes erstgeborene männliche Tier. Ich werde mein Urteil an allen Göttern Ägyptens vollstrecken, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Türpfosten eurer Häuser aber wird ein Zeichen sein, das euch schützt. Wenn ich das Blut sehe, will ich euch verschonen. Ich werde die Ägypter strafen, doch an euch wird das Unheil vorübergehen. Um Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen beim ältesten Sohn des Pharaos auf dem Königsthron bis hin zum ältesten Sohn eines Häftlings im Gefängnis. Auch jedes erstgeborene männliche Tier ließ er sterben. Der Pharao wachte auf. Seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf. Überall im Land hörte man lautes Klagen und Weinen. Es gab kein Haus ohne einen Toten. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Zieht so schnell wie möglich los und verlasst unser Land. Ihr und die anderen Israeliten, geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Ziegen und Schafherden mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt. Nur zieht los und bittet euren Gott auch um Segen für mich. Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Auf den Tag genau nach 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort.
Mose sagte zum Volk: Behaltet diesen Tag in Erinnerung, denn heute werdet ihr aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Der Herr führt euch mit starker Hand hinaus. Esst darum kein Brot, das mit Sauerteig gebacken wurde. Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. So zogen die Israeliten wie eine Armee geordnet aus Ägypten fort. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hahiroth Halt machen, zwischen Migdol und dem Meer. Schlag das Lager direkt am Ufer des Schilfmeers auf, gegenüber von Baal-Zephon. Der Pharao wird denken, ihr habt euch verlaufen und findet nicht mehr aus der Wüste heraus. Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderten er und seine Hofbeamten ihre Meinung. Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der Sklaverei entlassen? Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. Die Soldaten des Pharaos mit ihren Pferden und Streitwagen holten die Israeliten ein, während diese bei Pi-Hahiroth am Meer gegenüber von Baal-Zephon lagerten. Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen und sie schrien zum Herrn um Hilfe. Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe. Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben. Was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Doch Mose antwortete: Habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr selbst wird für euch kämpfen. Wartet ihr nur ruhig ab. Der Herr aber sagte zu Mose: Warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen. Heb deinen Stab hoch und streck ihn aus über das Meer. Es wird sich teilen und ihr könnt trockenen Fußes mitten hindurchziehen. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich. Und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Da sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hinein gefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose.
Alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehörten, zogen von Elim aus weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Sie stöhnten. Ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Darauf sagten Mose und Aaron zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr mit eigenen Augen seine Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört. Denn wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Damit lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen den Herrn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Euer Murren richtet sich ja nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich: Was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet: Jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Die Israeliten brachen aus der Wüste Sin auf und zogen von einem Lagerplatz zum nächsten, wie der Herr es ihnen befahl. Als sie in Rephidim ihr Lager aufschlugen, fanden sie kein Trinkwasser. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten: Gib uns Wasser zum Trinken! Mose erwiderte: Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an: Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdursten lassen? Da rief Mose zum Herrn: Was soll ich jetzt mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie steinigen mich. Der Herr antwortete: Ruf einige von den 7 Oberhäuptern Israels und geh mit ihnen dem Volk voran. Nimm dabei den Stab in die Hand, mit dem du in den Nil geschlagen hast. Du wirst sehen, dass ich dich am Berg Horeb erwarte und dort vor dir auf einem Felsen stehe. Schlag mit dem Stab an diesen Felsen. Dann wird Wasser aus dem Stein herausströmen und das Volk kann trinken. Vor den Augen der 7 Oberhäupter von Israel tat Mose, was der Herr ihm befohlen hatte. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Früh am Morgen des 3. Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widderhorns.
Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich, und Mose stieg auf den Berg. Dann redete Gott. Er sprach: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht begehren, was deinem Mitmenschen gehört. Weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Der Herr sprach zu Mose: Sag den Israeliten, ihr habt selbst gesehen, wie ich vom Himmel her zu euch geredet habe. Macht euch keine Götterfiguren aus Silber oder Gold, die ihr außer mir noch verehrt. Nachdem der Herr dies alles zu Mose gesagt hatte, übergab er ihm auf dem Berg Sinai die beiden Steintafeln, auf denen die Gesetze des Bundes festgehalten waren. Gott selbst hatte die Worte auf diese Tafeln geschrieben. Als Mose so lange Zeit nicht vom Berg herabkam, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten ihn auf: Los, mach uns Götterfiguren! Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Da sprach der Herr zu Mose: Steig schnell hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten herausgeführt hast, hat große Schuld auf sich geladen. Wie schnell haben sie sich von meinen Geboten abgewandt. Sie haben sich ein goldenes Kalb gegossen. Sie sind vor ihm niedergefallen, haben ihm Opfer dargebracht und gerufen: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Als Josua das Volk lärmen hörte, sagte er zu Mose: Unten im Lager muss ein Kampf ausgebrochen sein. Mose erwiderte: Das klingt weder wie Siegesgeschrei noch wie die Klage nach einer Niederlage. Nein, es ist ein lautes Singen. Als Mose sich dem Lager näherte, sah er das Volk um das goldene Kalb tanzen. Da packte ihn der Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann stellte er Aaron zur Rede. Was hat dir dieses Volk getan, dass du sie zu einer so großen Sünde verführt hast? Mose ging zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Einen Gott aus Gold haben sie sich gemacht. Bitte vergib ihnen. Wenn du ihnen aber nicht vergeben willst, dann streich auch mich aus deinem Buch, in dem du die Namen der Menschen aufgeschrieben hast, die zu dir gehören. Der Herr erwiderte: Ich streiche nur den aus meinem Buch,
der gegen mich sündigt. Mose sagte zum Herrn, du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich zu mir stehst, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen, damit du auch in Zukunft an mir gefallen hast. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr befahl Mose, meißle dir zwei Steintafeln zurecht, wie die ersten beiden, die du zerschmettert hast. Dann will ich noch einmal dieselben Worte darauf schreiben. Ich verspreche dir, ich werde noch einmal einen Bund mit euch schließen. Vor den Augen deines ganzen Volkes will ich Wunder vollbringen, wie sie bisher bei keinem Volk auf der Welt geschehen sind. Wenn die Israeliten sehen, was ich mit dir tue, werden sie große Ehrfurcht vor mir haben. Mose versammelte die ganze Gemeinschaft der Israeliten und sagte zu ihnen, hört auf das, was der Herr sagt. Denn er hat uns befohlen, wer von euch dazu begabt ist, soll mitarbeiten, damit wir alles anfertigen können, was der Herr uns aufgetragen hat. Das heilige Zelt mit seinen verschiedenen Decken, Haken, Wandplatten, Querbalken, Pfosten und Sockeln. Die Bundeslade mit den Tragstangen. Die Deckplatte und den Vorhang vor der Bundeslade. Den Tisch mit seinen Tragstangen und allem, was dazugehört. Die gottgeweihten Brote, den Leuchter mit seinen Gefäßen und Werkzeugen, die Lampen und das Öl, den Räucheropferaltar mit den Tragstangen, das Salböl, die Weihrauchmischung. Den Vorhang für den Eingang zum heiligen Zelt. Den Brandopferaltar mit seinem Bronzegitter, seinen Tragstangen und allen Gefäßen und Werkzeugen, das Wasserbecken und sein Untergestell. Die gesamte Arbeit war nach dem Befehl des Herrn ausgeführt worden. Mose überprüfte die einzelnen Teile und sah, dass alles so war, wie der Herr es angeordnet hatte. Da segnete Mose die Israeliten. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum. Die Israeliten brachen vom Berg Sinai auf und zogen 3 Tagereisen lang durch die Wüste. An der Spitze des Zuges wurde die Bundeslade getragen, um das Volk bis zum nächsten Lagerplatz zu führen. Der Herr sprach zu Mose, sende Kundschafter nach Kanaan. Sie sollen sich in dem Land umsehen, das ich euch Israeliten geben will. Sucht dazu aus jedem Stamm einen angesehenen Mann aus. Bevor Mose die Kundschafter losschickte, sagte er zu ihnen, nehmt den Weg durch die Wüste Negev und geht ins Gebirge hinauf. Seht euch das Land an und die Menschen, die dort leben. Findet heraus, ob sie stark oder schwach sind, zahlreich oder wenig. Seht, ob das Land gut oder schlecht ist, fruchtbar oder karg, und ob es dort Bäume gibt. Und bringt uns etwas von den Früchten mit, die dort wachsen. Vierzig Tage lang erkundeten die 12 Männer das Land. Dann kehrten sie zurück. Als die Kundschafter in Kadesh, in der Wüste Paran, eintrafen, berichteten sie Mose, Aaron und dem ganzen Volk, was sie gesehen hatten, und zeigten ihnen die Früchte aus Kanaan.
Sie sagten zu Mose, wir sind in dem Land gewesen, in das du uns geschickt hast. Du hattest recht. Dort gibt es sogar Milch und Honig im Überfluss. Sieh dir nur diese Früchte an. Kaleb rief, wir sind stark genug, das Land zu erobern. Wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Aber die anderen Kundschafter widersprachen. Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Wir haben das Land durchzogen. Wir wissen, wie es dort aussieht. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. Alle schimpften auf Mose und Aaron. Wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben, riefen sie. Warum bringt uns der Herr in solch ein Land? Damit man uns tötet und unsere Frauen und Kinder als Gefangene verschleppt? Lieber kehren wir nach Ägypten zurück. Dann legten sie sich einen Plan zurecht. Lasst uns einen neuen Anführer wählen und zurück nach Ägypten gehen. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen des versammelten Volkes zu Boden. Aber die Israeliten schrien, steinigt sie! Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit am heiligen Zelt, sodass alle es sehen konnten. Er sprach zu Mose, dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan, und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie. Doch Mose wandte ein, wenn das geschieht, werden es die Ägypter erfahren. Sie haben erlebt, wie du unser Volk mit gewaltigen Taten aus ihrem Land befreit hast. Wenn du nun ganz Israel auf einen Schlag tötest, dann werden alle diese Völker, die schon so viel von dir gehört haben, davon erfahren und sagen, der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hat. Er hat sie in der Wüste abgeschlachtet. Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Da antwortete der Herr, ich habe den Menschen vergeben, weil du mich darum gebeten hast. Aber ich sage dir, so wahr ich lebe und so wahr die ganze Welt einmal von meiner Herrlichkeit erfüllt sein wird, 10-mal haben sie mich nun schon herausgefordert. Obwohl sie meine Macht und die Wunder in Ägypten und hier in der Wüste mit eigenen Augen gesehen haben, wollen sie einfach nicht auf mich hören. Diese Leute hier werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Keiner, der mich beleidigt hat, wird hineinkommen. Ja, der Herr war voller Zorn über die Israeliten. Er ließ sie 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis alle tot waren, die sich ihm widersetzt hatten. Nun sagte Mose den Israeliten noch einmal alles, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Im 40. Jahr, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, am ersten Tag des 11. Monats, begann er, ihnen das Gesetz zu erklären. Dies waren seine Worte. Hört ihr, Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen.
So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Beachtet deshalb seine Weisungen. Lebt so, wie es ihm gefällt, und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Er wird euch einen Propheten wie mich senden, einen Mann aus eurem Volk. Auf den sollt ihr hören. Ihr habt euch hier versammelt, um den Bund mit dem Herrn zu erneuern. Er schließt ihn mit euch und besiegelt ihn mit einem Schwur. Damit bestätigt er heute, dass ihr zu ihm gehört. Ihr seid sein Volk und er ist euer Gott. Wie er es euch und euren Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob versprochen hat. Ich fordere euch auf, liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt, und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr am Leben bleiben und zu einem großen Volk werden. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt einnehmen wollt. Ganz anders wird es euch ergehen, wenn ihr dem Herrn den Rücken kehrt und eure Ohren vor ihm verschließt, wenn ihr euch dazu verführen lasst, anderen Göttern zu dienen und sie anzubeten. Dann werdet ihr nicht lange in dem Land bleiben, in das ihr jetzt kommt, wenn ihr den Jordan überquert. Das sage ich euch klar und deutlich. Ihr werdet zugrunde gehen. Ich bin jetzt 120 Jahre alt und kann euch nicht länger führen. Außerdem hat der Herr mir verboten, den Jordan zu überqueren. Dann rief Mose Josua zu sich und sagte vor allen Israeliten zu ihm: Sei mutig und stark, denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, das der Herr euch gibt, wie er es euren Vorfahren versprochen hat. Du wirst dieses Land unter den Israeliten aufteilen. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Nachdem Mose die Israeliten gesegnet hatte, verließ er die moabitische Steppe und stieg gegenüber von Jericho auf den Nebo, einen Gipfel des Berges Pisgah. Dort zeigte ihm der Herr das ganze Land, das die Israeliten bekommen sollten. Die Landschaft Gilead bis zum Gebiet von Dan. Der Herr sprach zu ihm: Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Der Herr selbst begrub ihn in einem Tal bei Beth Peor. Niemand hat je das Grab gefunden. Nach Mose hat es in Israel keinen Propheten mehr gegeben, dem der Herr von Angesicht zu Angesicht begegnet ist. Nie wieder sind so große Wunder durch einen Menschen geschehen. Nichts lässt sich mit dem vergleichen, was Mose im Auftrag des Herrn in Ägypten vollbracht hat, um dem Pharao, seinen Hofbeamten und seinem ganzen Land Gottes Macht zu beweisen. Niemand hat seitdem so große und furchterregende Dinge vor den Augen aller Israeliten getan wie er.
Die Gebote, die ich euch heute gebe, sind nicht so schwer für euch oder unerreichbar fern. Im Gegenteil, Gottes Wort ist euch ganz nahe. Es ist in eurem Mund und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen. Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Von Abraham bis zu David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis zur Verbannung des Volkes nach Babylonien sind es 14 Generationen. Und von dieser Zeit bis zu Christus, dem von Gott erwählten Retter, noch einmal 14.